Der BDZV verlieh am 29. Februar zum zweiten Mal den Bürgerpreis der Deutschen Zeitungen. Zur Feierstunde kam Bundesinnenminister Friedrich sowie 150 geladene Gäste. Mit der Auszeichnung ehren die Zeitungen jährlich herausragendes bürgerliches Engagement. Zum einen wollten wir Personen oder Institutionen würdigen, die sich in unserem Land für andere Menschen oder für eine große Idee engagieren und damit Vorbild sind. Zum anderen wollten wir Preisträger auszeichnen, die zwar lokal verwurzelt sein können, die zugleich aber bundesweit Beispiel geben können. Die Jury der Chefredakteure folgte in diesem Jahr dem Vorschlag der Ostsee-Zeitung und verlieh den Preis an Birgit und Horst Lohmeier, die sich gegen den Rechtsextremismus in ihrem Wohnort Jamel zur Wehr setzen. Ja, für uns selbst ist es natürlich erstmal eine wunderbare Anerkennung dessen, was wir tun. Für unsere Projekte, es sind ja mehrere, Rockfestival, Kunstausstellung, Open-Air-Gottesdienst in diesem Jahr. Also wir haben eine ganze Palette von Veranstaltungen, die wir bei uns auf dem Hof stattfinden lassen. Für die bringt es natürlich Publicity. Ich hoffe, ganz viele, viele Besucher. Besucher, die sich gemeinsam mit dem Ehepaar Lohmeier und Künstlern wie der Rockband Haudegen für Demokratie und Toleranz stark machen. Du bist nicht alleine, gib mich auf und halte fest. Den größten Berg, den du versetzt. Wenn dir jemand deine Freiheit verfährt, hier hast du Flügel und ein Schwert. Wichtig ist, und das ist in dem Lied von Haudegen, glaube ich, auch deutlich geworden, sie müssen wissen, dass sie nicht allein sind. Und ich denke, dieser Bürgerpreis bringt es auch noch mal ganz klar zum Ausdruck. Sie sind nicht allein, Sie haben die Demokraten, Sie haben diejenigen, die die Freiheit lieben, an Ihrer Seite. Der Bürgerpreis weckt Aufmerksamkeit für die mutigen Menschen, die sich mit tatkräftigen Initiativen und Ideen aktiv für die Gesellschaft einsetzen. Diesem Engagement einen festlichen Rahmen zu geben, ist im BDZV ein Anliegen.